Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Rogue Legacy und heute geht's wieder los und ich sehe gerade, ich bin gerade in das Spiel reingejoint und wir haben ja heute den 24. Dezember, wo ich das aufnehme und muss ich noch rückwirkend für gestern hochladen und was ich sagen wollte, hier schneit sogar, es ist Winter geworden, schön, ah, haben wir hier was, kann die Olle uns was sagen? Ich glaube, wir machen mal... Puh, was haben wir überhaupt für einen Charakter? Ich habe ja lange nicht mehr gespielt. Hokage. Für nur Hokage. Moment mal. Oh, ich muss erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. Ist ja alles gar nicht mal so einfach. So, pass mal auf. Was haben wir denn hier? Skyrune wollten wir ja nicht. Sprintrune war gut. Die... Jetzt haben wir hier die Doppelsprungrune. Was ist das? Steals Mana. Ja, okay. Wir haben nur eine Doppelsprungrune, fällt mir gerade so auf. Das ist natürlich ein bisschen scheiße. Aber gut, müssen wir mal klarkommen. Ich hätte aber gerne den Doppelsprung behalten. Goldbonus bringt uns jetzt eh nicht so viel. So. Musik haben wir auch wieder. Juhu. Und mal gucken, was wir diese Runde so schnetzeln können. Ich bin mal gespannt. Ich bin ja eigentlich immer überdurchschnittlich gut, wenn ich lange nicht gespielt habe. Wie man sieht, ich lasse mich auch direkt treffen. Läuft also. Läuft also. Aber diese Zombies sind auch manchmal echt gemein. Die siehst du manchmal echt gar nicht. Wir haben einen 2%igen Goldbonus von Hause aus. Von Firma her, würde man jetzt sagen. Alter, was ist denn hier los? Was geht hier ab? Bitteschön, Fragezeichen. Jo. Alter. Warum sind hier so viele Viecher? Aua. Geht mal alle weg. So. Hier war ja was los, ey. Ist ja voll die Party im Gange gewesen. Habe ich mal ein bisschen gesprengt, aber naja. Haben wir eine... Oh. Ich gehe mal lieber durch. Also theoretisch könnten wir ja die... Ach, wir könnten es versuchen. Hier, warte mal. So. Theoretisch ist es ja gar nicht so schwierig. Ich sterbe einfach. Okay, hier ist die Boss-Tür. Da können wir uns ein bisschen HP holen, ein bisschen Geld. So. Hier, more Geld for me. Dann haben wir schon wieder 1000 zusammen. Das läuft doch, das läuft doch. So, warte mal. Wo müssen wir lang? Wo waren die Karte? Hallo. So, jetzt. War das hier die Karte? War das hier die Karte? Wo waren die Karte? Ah, hier. Controller. Okay, Controller hängt manchmal ein bisschen. Wir müssen da lang. So. Moment. Muss ich mir noch eben an der Nase kratzen. Jetzt geht's wieder. Manchmal hängt der Controller ein bisschen, habe ich das Gefühl. Ich muss eventuell mal die Batterien austauschen. Beziehungsweise mal aufladen. Oh. Alter, der hängt ja wirklich, um Gottes Willen. Das Dumme ist, jetzt kurz vor Weihnachten sind alle Batterien ausgekauft. Ich habe so eine Story. Gestern sollte ich mal für meinen Chef Batterien holen und er sagt so, ja, kurz vor Weihnachten gehen eigentlich meistens immer die Batterien alle. Beziehungsweise während der Feiertage, wo man dann keine neuen holen kann. Und er sagt so, ja, hier, holt mal das und das, hol mal die Batterien. Und ich, geh so um die Ecke, wir haben da so einen Euro-Laden, so. Dann kriegt man dann Batterien, so, ganz normale. Recht günstig, halt 1 Euro. Und, geh da rein. Und ich sehe schon, vor dem Laden ist eine riesige Schlange, so 20 Leute. Weil sie eventuell noch günstige Weihnachtsgeschenke haben wollen oder so, keine Ahnung. Und ich guck dann, wo ich dann endlich reinkam, in das Batterienfach. Also da, wo normalerweise die Batterien hängen. Und da war einfach mal nichts. Das war einfach mal komplett leer. Die haben sich tot gekauft. Ich hüpfe natürlich direkt dran. Die haben sich einfach tot gekauft, die Leute gestern, ey. Also war schon ein bisschen krass. Habt ihr gestern auch noch eure Weihnachtsgeschenke gekauft, so kurz vor Weihnachten? Tell me. Wo geht's denn hier hin? Ah, ich sehe. Hä?
Ach so. Hier sind wir. Muss schon sagen. Okay, der trifft uns nicht da oben. Das Ding ist kaputt gegangen, warum auch immer. Nein, du triffst mich nicht. Bam. Muss mich hier mal... Alter, das Gamepad, ne? Das Gamepad, Hilfe. Also wenn ich jetzt schlecht spiele, das liegt am Gamepad. Hab ich schon erwähnt, dass es am Gamepad liegt? Alter, das leckt hier. Hier geht's doch irgendwo durch, oder? Nee, doch nicht. Okay, dann nicht. Hier runter? Hilfe! 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 Eigentlich bin ich ja schon geskillt, ne? Eigentlich könnte ich ja auch mal einen Boss versuchen oder sowas, keine Ahnung. So. Aber, nö. Wollte ich ja eigentlich auch die ganze Zeit. Ich will ja eigentlich diesen Boss Alexander die ganze Zeit besiegen, aber... irgendwas stellt sich mir da in den Weg. Habe ich das Gefühl. So. Ist auch relativ spannend heute. Ich muss heute noch alles aufnehmen über Weihnachten. Und eigentlich auch schon über Silvester, aber das schaffe ich sowieso nicht. Also muss ich dann nach Weihnachten nochmal irgendwas aufnehmen. Also alle Folgen noch. Und heute Abend bin ich dann halt schon bei meinen Eltern auch noch. Das heißt, ich muss heute auch noch mit dem Zug fahren und so weiter und so fort. Das ist alles gar nicht mal so einfach. Man hat ein stressiges Leben. Als YouTuber zumindest. So. Deswegen beeilen wir uns hier mal ein bisschen. Wie viele Minuten haben wir denn überhaupt? Ich glaube, wenn wir jetzt das nächste Mal sterben, beenden wir auch die Folge. Hallo. Yeah. Stunfound. Das ist immer gut. Ich kriege mal ein bisschen mehr HP hinzu. Dauerhaft, glaube ich sogar. Aua. Alter. Was geht denn hier falsch? Was geht denn hier falsch? Was geht denn da falsch? Alter. Okay, ich bin gestorben. Sir Jimmy has been slain by a Blazelock. Yes, Sir Jimmy. So, pass auf. So, Amish, Spellschief. Ich muss mich erstmal wieder mit den Klassen vertraut machen, aber eigentlich wollte ich ja... Naja, gut, egal. Machen wir in der nächsten Folge. Habda. Ich übersteuere bestimmt übelst. Also tut mir leid, wenn ich ein bisschen übersteuere. Ich kann das jemandem so nebenher so ein bisschen runterstellen. Ich habe jetzt einen zweiten Bildschirm. Und ich hoffe mal, jetzt ist es besser. Achso, ich muss ins Game reinklicken. Dankeschön. Ich nehme einfach mal jetzt ein... So. Und verteile hier mal ein bisschen Skillpunkte, beziehungsweise. Hallo. Was nehmen wir denn? Haben wir irgendwas Neues? Jetzt haben wir den. Moment mal, wenn wir jetzt den ablegen. 16, 25. Okay, dann nehmen wir doch den. Haben wir den? Den können wir nicht anlegen, richtig? Richtig. Gut. Wait. Nein, ah. So, danke. Okay. Jetzt haben wir den. Und hier haben wir die. Was bringen die? 10% Goldbonus, das will ich mir mal so gefallen lassen. Magic Damage Armor. Bringt uns natürlich jetzt beim Boss jetzt auch nicht viel, wenn wir jetzt wirklich mal an den Boss gehen wollen. Nee, Wir versuchen mal an den Boss zu gehen und dafür brauchen wir hier... Was bringt er noch? Der bringt noch Damage, glaube ich, ne? Ne, Armor bringt er noch, okay. Okay. Er bringt Armor. Was bringt der? 15% Critical Damage. Ja. Okay. Können wir nicht anlegen gerade. Das haben wir equipped. Das haben wir equipped. Das haben wir equipped. Was macht das? Mana. Health. Okay, der bringt mir Health. Das ist gut. Ja gut, dann legen wir das doch mal... Nein. Erkunden wir doch noch mal ein bisschen das Schloss. Nehmen wir den hier machen. So. Und das sehen wir in der nächsten Folge. Da erkunden wir noch ein bisschen das Schloss. Und dann töten wir mal den Boss hoffentlich. Bis zum nächsten Mal. Und dann macht's gut auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.